Irgendwas habe ich vergessen. Jeanette? Ja. Irgendwas haben wir vergessen. Ich glaube, wir haben vergessen, etwas zu erzählen. Das müssen wir jetzt tun. It's time. So, Emily, guck noch mal her. Sag tschüss. Tschüss, Deutschland. So, hallo zusammen. Wir befinden uns im Endspurt. Wir sind kräftig am Packen. Genau. Das ist unser letzter Akt in Deutschland. Wir haben den grünen Pass bekommen. So sieht das aus. Damit können wir dann alle einreisen. Und zusätzlich werden noch die Reisepässe benötigt. Mit den Reisepässen werden wir dann am Sonntag ausfliegen können. Ja, liebe Gemeinde, ich möchte euch einfach ein paar Eckdaten geben. Letzte Woche, am Mittwoch, haben wir den grünen Pass bekommen. Somit können wir ausreisen. Und wir werden voraussichtlich nächsten Sonntag fliegen. Ich möchte mich auch bedanken. Ihr seid meine Familie, so wie wir es heute auch in der Lektion gelernt haben. Wir sind auch eine Familie. Und wir werden als die kleinste Einheit, die es in der Familie gibt, weiterziehen, aber ihr seid immer unsere Familie und da werden wir auch bleiben. Und es freut mich, dass wir so eine starke Gemeinde hinter uns haben. Ihr habt uns geprägt, ihr habt uns erzogen, wir sind hier groß geworden. Und das ist gut so und dafür bin ich euch dankbar. Jetzt darfst du reinlaufen. Springers haben es geschafft. Sie sind angekommen. 7000 Kilometer. Wow. Deutsche alte Sechs. Klasse. So, hi. Ich sehe, ihr habt euch schön angepasst. Wir sehen immer. Ja, hallo ihr Lieben, und zwar Jahresrückblick 2021.
Es war ein spannendes Jahr für uns. Es war abenteuerlich alles, ja, und wir möchten euch teilhaben lassen an unserem ersten Jahr in Sibirien, wie es angefangen hat, und einfach Rückblick, wie die Verabschiedung war. Also heute werden wir euch zeigen, wie wir uns verabschiedet haben von unseren Freunden, unseren Familien, unsere Lieben. Genau. Genießt das Video, lasst Kommentare da. Vielleicht seht ihr den einen oder den anderen, der den ihr auch kennt. Ja. Und ja, vielen Dank für euch, für eure Hilfe, eure Unterstützung. Und ja, genießt die Momente, euch eine schöne Zeit. Ich hoffe, das Video war nicht sehr emotional. Ja, es hat mich dann doch etwas berührt, weil ich die ganzen Bilder gesehen habe, die ganzen Freunde, Familien. Ja, bevor ich in Tränen ausbreche, höre ich lieber auf zu schwätzen. Euch trotzdem eine schöne Zeit. Bleibt gesegnet. Es wird spannend. Und ja, abonniert unseren Kanal, falls noch nicht der Fall ist. Teilt es mit euren Freunden, wir würden uns sehr freuen und begleitet uns im Jahre 2022. Tschüss! Tschüss!